Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Jagged Alliance Teil 3 und... Oh, wartet. Wir haben alles in der letzten Folge vorbereitet. Boah, können wir hier mit Barry... Können wir sofort? Ich hole euch gleich ab. Nicht schlecht. Willkommen im Kampf. Wow. Die sind natürlich jetzt erstmal super nervös. Und den da unten müssen wir ausschalten. Aber damit haben wir schon mal zwei Minus, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jagged Alliance Teil 3 bei Let's Splinter. Während ich meine Musik ein bisschen leiser machen muss, haben wir in der letzten Folge alles vorbereitet, was jetzt hier letzten Endes darin mündet, dass Banz hier oben auf der MG-Stellung wartet und wir auf Gegner hier drüben warten, aber die Chance hier drüben war gerade zu angenehm. Wir haben keine, er hat keine Sicht auf uns, das ist schon mal ganz gut. Ich würde gerne ein erstes Mal schießen. Die Frage ist, was für eine Waffe hat Splinter? Und die Höhenprobleme in dieser Karte sind real, das möchte ich euch an der Stelle mitgeben. Wir bewegen uns. Ja, wir könnten ihn sogar von hier schon sehen. Und versuchen mal zu schießen. Ticken zu hoch von der Reichweite. Ich möchte trotzdem hier geschützt bleiben. Oder wir überwachen ihn. Kriegen wir das hin? Ja, ausgezeichnet. Warum eigentlich nicht? Soll er sich mal bewegen? Haben eine Gratisbewegung hier und gucken, was hier aus der Ecke kommt. Werden überwachen. MD verhält sich ruhig. Steroid hier unten nimmt das Feld mit rein. Ja, und Barry muss sich letzten Endes hinhocken. Um dann reagieren zu können, wenn irgendwas notwendig wird. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass hier oben eine Tür ist. Und von hier hinten auch Leitern. Also hier kann sicherlich noch was passieren. Wir machen den Zug aber zu Ende. Ich bin zufrieden damit, wie wir stehen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was passiert. Sehr gut, hier ist der erste Treffer. Ja, läuft sehr aktiv hier los. Ah, hier sind die... Ah, das ist eine gute Position. Die MG, jawohl. Beweg dich ruhig noch ein bisschen. Leider treffen wir an der Stelle nicht. Aber da wäre noch Steroid. Boah, der läuft aber auch wirklich wild hin und her. Hat relativ viele Meter. Und darf noch schießen? Nein, er ist tot. Minus eins. Damit sind drei weg, glaube ich. Oh, ein Scharfschütze da oben. Oh, ein Grunty wird getroffen. Er ist verlangsamt. Den müssen wir sofort wieder reinholen. Und das machen wir natürlich jetzt auch. Hier vorne haben wir jemanden stehen. Grunty geht wieder in Deckung. Der Scharfschütze hier oben, den haben wir im Blick. Den lassen wir im Zweifelsfall aber auch kommen. Wir müssen uns um hier den kümmern. Die Frage ist, was können wir tun? What? Splinter kann vorrücken. Going right now. Target locked. Und dann hoffe ich, dass er bestmöglich in den Kopf schießen kann. Fast tot. Schafft er das? Können mit allem, was wir haben, zielen? Auf den Oberkörper? Ausgezeichnet. Den schalten wir aus. Den könnten wir plündern. Machen wir an der Stelle jetzt und im Moment natürlich nicht. Haben wir noch eine Bedrohung? Hier unten ist einer weg. Das sieht gut aus. Wir können in die nächste Runde gehen. Ich gucke nur gerade hier oben auf die Position von Barry. Der ist jetzt natürlich hier relativ safe erstmal. Ich glaube, wir können mit ihm runter. Das Schlimmste ist erstmal geregelt. Von da oben. Wir machen ein paar Meter mit ihm. Und setzen dann dem Zug ein Ende. Und gucken vor allen Dingen, was hier oben die Einheit noch macht. Ja, hier rückt einer vor. Unsere MG macht einen hervorragenden Job. Ja, minus eins. Offizielle Lesart jetzt hier. Oh, und hier oben, sehr stark, Pierre ist da. Oha. Und schießt auf Splinter. Ja, dann ist die Frage, wie kommt der wo durch? Na, das warten wir mal ab. Der Scharfschütze ist eventuell nicht mehr hier oben. Das bedeutet, wir begeben uns erstmal wieder in Deckung. Splinter.
Ja, ganz weit weg. Oh, schöne Rolle hier oben drüber. Barry bewegt sich. Ich möchte eigentlich ungern hier rein. Gibt es hier eine Tür? Ja, da gibt es eine Tür durch. Na, dann warten wir erstmal hier, ehrlicherweise. Hier können wir es gut überblicken, wenn was passiert. Oh, wir warten und nehmen den Zug mit. Ein verborgener Zug in dem Moment. Ah, okay. Und jetzt sehen wir hier, dass Pierre nicht mehr zugegen ist. Ich glaube, wir können erstmal hier abwarten, oder? Die Frage ist, nehmen wir hier eine Überwachung mit Barry hin? Hier die Gratisbewegung. Wenn er hier rauskommen würde, wären wir ganz gut vorbereitet, denke ich mal. Und wenn hier jemand durchkommt, möchte ich hier natürlich auch idealerweise... Moment. Ja, hier möchte ich auch das Ganze abdecken. Starrett kann noch die Überwachung starten, falls hier jemand reingelaufen kommt. Und dann sind wir eigentlich wieder gut vorbereitet. Wieder der verborgene Zug. Und wir sehen keine Einheiten und keine Bewegungen. Ich glaube, wir müssen geduldig sein. Und müssen das Ganze hier wiederholen. Ist das plump? Ich bin mir da relativ unsicher. Vor allem wegen dem Scharfschützen will ich Grunty hier nicht rausholen. Können hier höchstens in die Richtung überwachen. Und dann den Zug beenden. Positionswechselphase hier wird angezeigt. Sektor sind noch immer Feinde aktiv, das wissen wir. Bedeutet das, dass wir uns wieder frei bewegen können? So sieht es aus. Gucken hier mal, finden hier aber niemanden. Gut seid ihr. Boah, die Frage ist, mit wem gehen wir vor? How can I assist? Ich glaube mit Grunt, mit Barry mal an der Stelle. I am in movement. Oh. Yes. Ah, da ist Piers Wache. Und die Frage ist, können wir hier überwachen? Von hier oben? We have agreement. Er dürfte uns entdecken eigentlich, oder? Mal gucken, was passiert. Oder können wir schießen? Ah, ne, er hat uns bemerkt, okay. Und sehen hier kurzerhand... Ja, sehr gut, eine Verletzung sofort mitgenommen. Kommt uns jetzt erstmal entgegen. Können aber... Können wir schießen? Ne, wir bleiben eigentlich so stehen. Aber Barry hat keine AP mehr. Das ist relativ blöd. Nicht die ideale Voraussetzung also. MD kann vorrücken oder die Überwachung starten in die Richtung. Yes. Wir holen uns erstmal Splinter hier vor. Moving to position. Und dann warten wir ab. Ich denke, dass Barry hier nicht direkt drauf geht. Und dann möge er sich mal bewegen. Okay, jetzt hat er wieder 11 Aktionspunkte. Stark. Eine gute Position zum Schießen. Legen relativ viel auf den Kopfschuss. Und treffen. Und können uns noch verstecken einigermaßen. Was heißt verstecken? Das ist nicht wirklich wahr, aber sei es drum. Taktisch kluges Vorgehen. Ich würde gerne mit Splinter noch einen Ticken vorrücken. Going right now. Going undercover.
decken hier den Ausgang ab. Und ich warte hier drüben trotzdem ab, wenn hier jemand kommt. Zug zu Ende. Und er versucht hier zu schießen. Geht kläglich schief. Die Frage ist, wo kommen die jetzt her? Barry wird abhauen. MD rückt vor. Ist aber auch nicht der Beste dafür, ne? Splinter rückt vorsichtig vor. Überwachung frei reden. Barry. Startet die Überwachung in die Richtung hier. Und dann ist auch der Zug zu Ende. Yes? Quiet. Splinter rückt vorsichtig vor und sieht hier gar niemanden, oder? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Hier ist eine Tür, das heißt, wir können hier hingehen. Mit Barry würde ich gerne noch eins hochgehen. Und von hinten eventuell an die Schoße ranrücken. I am in movement. I will try to become hard to see. Die Frage ist, was machen wir mit Bunz jetzt in dem Moment, ne? Die deckt hier nur noch ein totes Gebiet ab eventuell. Wir könnten auch mit Steroid vorrücken. Machen das mal. Ja? Grunty rückt vor. A good plan. This is my impersonation of Schrödinger's cat. Und dann beenden wir den Zug. Und gucken, ob wir eine Bewegung irgendwo sehen. Mir gefällt hier unten natürlich jetzt erstmal Splinter gar nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber sie waren ja eben am und im Haus. Rücken hier mal vor. Nichts dergleichen zu sehen. Mit 4 Aktionspunkten nur Splinter versehen, das ist relativ wenig. Und die Frage ist, können wir hier hinten irgendwo lang? Hier das Gebiet mal ab, falls jemand kommt. Das sieht mir alles relativ sicher aus. Grunty macht hier ein paar Meter. Sieht aber auch niemanden. Ja, und Bunz ist hier wirklich verschenkt momentan, ne? Wir verlassen die Stellung. Könnte ein herausragender Fehler sein, aber wir machen es trotzdem mal. Steroid. Wo macht er sich hin? Mal locker um die Ecke. Zug ist beendet. Und da sind sie. Sie kommen die Treppe hoch. Oder runter. Hier sehen wir auf jeden Fall jetzt zwei. Schwer verletzt und unverletzt sehen wir. Die Frage ist, wie können wir da jetzt agieren? Oh, scheinbar können wir schießen. Nicht auf den Unverletzten. Schwerverletzte wäre mir lieber. Alles auf den Kopf, Fragezeichen. Oh, wir treffen den anderen. Der dadurch schwach wird. Wir verstecken uns. Ausgezeichnete Position. Die Überwachung bringt hier meines Erachtens nichts. Zu viel schraffierte Fläche. Warten das Ganze ab. Überwachen weiterhin hier außen. Ja.
Derek kann ein paar Meter vorrücken. You mean over there? What do you want? Und auch Buns macht echt viele Meter jetzt nach vorne. Und damit geht Grunty vor. Versteckt sich hier. Zwar in dem Fass, aber gut gelegen. Und gut geschützt. Enemy Agent. Na, da haben... Oh, wow. Hier ist der Scharfschütze, der nichts ahnend ist. Er ist außer Reichweite. Und hier oben haben wir auch noch einen. Auf welcher Ebene befindet er sich? Ah, auf dem Weg zu Rhein. Können wir damit... Ich weiß nicht, ob wir mit ihm hier noch was machen können. Wir rücken hier mal vor. Nee, das reicht nicht für die Hohladung zu werfen. Das wäre auch ein bisschen viel. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann sicherlich die nächste Runde runter. Und wir müssen gucken, was die jetzt hier machen. Zug zu Ende. Einer geht raus. Zwei sind drin. Etage weiter oben. Ich habe die anderen beiden schon wieder verloren, ne? Ready. Dann bleiben wir genau hier. Beweglichkeit erhalten, stark. Ich glaube, wir schießen jetzt einfach in diesen schmalen Korridor hier rein. So, die Frage ist, wie sieht er hier oben uns? Das ist echt noch eine blöde Position. Ich stelle mich mal hier hin. Grunty erhält Beweglichkeit. Barry hatten wir runterzitiert. Und dann wollen wir mal gucken. Ah, hier können wir uns, glaube ich, gut verstecken mit MD. Und dann gehen wir noch mit Steroid vor. Und mit Buns. Oh, und hier kommt er raus. Hier kommen sie alle raus. Na, Prost, Mahlzeit. Damit haben wir unsere Ziele. Schwer verletzt hier hinten her. Na, den versuchen wir jetzt natürlich auszuschalten. Ein AP ist gut. Gratis in die Hocke. Und schon kostet uns 3 AP. Na super. Herzlichen Dank auch. Aber wir schießen auf jeden Fall das erste Mal. Aber wir sind außerhalb der Reichweite. Wir gehen näher. Noch eins vermutlich. Ja, so kommen wir dran. Schießen auf den Oberkörper mit ziemlich viel. Sehr schön. Einen haben wir weniger. Gut geschossen, Buns. Gehen in die Hocke, verstecken uns, haben hier oben einen. Die Frage ist, wie kommen wir hier weg? Wenn er uns hier anschießt, das gefällt mir gar nicht. Wie sieht da die Aussicht aus? Die ist eigentlich relativ verdeckt, ne? Verstecken uns hier. Barry macht seine Meter. Und dann müssen wir noch eine Etage runter. Going right now. Oh, und hier ist er. Piers Wache ist schwach. Wir schießen auf jeden Fall auf den Kopf mit allem, was wir haben. Er ist verletzt. Das ist ein bisschen wenig. MD muss den Rest machen. Freies Ziel mit einer Waffe? Nein, wir können vorrücken. They are all over me.
Na, wir schießen natürlich auf jemand anderen. Reicht das mit dem Kopfschuss? Wie ist er im Ziel? Treffsicherheit geht sogar einigermaßen. Oh, und wir erwischen ihn. Ausgezeichnet. Minus 1. Und dann haben wir nur noch hier oben Pierre, der sehr stark ist. Und dann müssten wir ihn jetzt eigentlich hier oben zustellen, ne? Gehen hier rüber. Und starten die Überwachung nach drin. I will shoot at enemy when available. Ja, absolut. Ah. You mean over there? Jetzt geht es natürlich nur darum, hier taktisch klug vorzugehen. What do you want? Die Überwachung ist schon fast überall möglich. Splinter hat noch Aktionspunkte übrig. Und dann wollen wir hier mal nach vorne. Mit Grunty. In der Zwischenzeit noch ein paar Kräuter gefunden und dann den Zug beenden. Oh, und da wird er getroffen. Nein, doch nicht. Pierre nicht. Leider. Und der Nächste, der ihn erwischen könnte. Minus ein Trefferpunkt. Ja, jetzt müssen wir taktisch extrem klug vorgehen. Er ist unten. Ja, bedeutet, von hier können wir ihn jetzt wunderbar hier anpeilen. Mit allem, was wir haben. Boah, Steroid verfehlt, bitte. Monika, mach's besser. Auch nicht getroffen. Sauber. Richtig schlecht. Dann hier die Überwachung. Sobald er sich bewegt. Jetzt müssen wir gucken, wo er hier ist. Können wir uns hier noch ein bisschen besser verschanzen? Na, von hier ist doch eigentlich ganz gut die Überwachung möglich. Michael hier. Bin mit der Situation trotz alledem relativ zufrieden. Beende den Zug. Ja, er kommt uns entgegen. Ah, Steroid damit hart getroffen. Wir setzen hier den mobilen Schuss an. Boah, wie stark ist der bitte? Noch ein Einzelschuss. Mit allem, was wir haben. Boah. Okay, wir haben es hier mit jemandem zu tun. Laufen und schießen. Ich würde ihn gerne in die Überwachung jetzt nehmen. Ich warte für die puny enemies, um ihre kleinen Moves zu machen. Ready to, do stuff. Ready. Heiligsblechle. Also hier geht es jetzt darum, ihn wirklich daran zu hindern, dass er hier noch viel ausrichten kann, ne? Going right now. Target locked. Ab in den Oberkörper mit den nächsten Schüssen. That hurt. Er geht hier gar nicht zugrunde. Ready to, rücken hier eins vor. Going. Still undetected. Und rücken mit Barry vor, der hier leider von oben reinkommen muss. Wir haben echt alles da, ne? Michael hier. Zug zu Ende. Jetzt ist er nur noch gesund. Wo läuft er denn hin? Der Realismus geht hier ein bisschen flöten. Okay, er scheint jetzt hier auf den Kampf aus. Wir sollten ein wenig zurückziehen. Hocken uns hin. Und schießen definitiv. Das
treffen ihn ein weiteres Mal. Wir können uns hinlegen. Das sieht wirklich beknackt aus. Splinter von hier hinten? Nee, hier geht's auf die Überwachung. Ja? Grunty kann sich bewegen und ihn überwachen. Taking position. Ja, sehr gut. I will keep watch. Und Steroid aus nächster Nähe? Nee, wir schießen einfach aus allem, was wir haben. Barry macht hier noch ein paar Meter oben. Ah, der kann hier drüber springen. Ausgezeichnet. Und dann geht er darüber. Oh nein. Haben wir aber auch noch die Möglichkeit zur Überwachung. Und es könnte ja auch noch funktionieren. Michael hier. Und auch hier erwischen wir ihn. Also, Zug zu Ende. Bitte beweg dich. Er scheint sehr stark zu sein. Ich mach's jetzt über. Er bewegt sich gar nicht? Ja, dann schießen wir. Bitte einmal aufstehen. Gratis Bewegung. Wir schießen mit voller Montur auf den Kopf. Treffen ein weiteres Mal. Er ist schwach. Grunty schießt. Dann gehen wir jetzt in den offensiven Kampf. In den Oberkörper. Jetzt ist er verletzt. Nächster Schuss. Auch in den Oberkörper. Boah, ihr kämpft gut, aber nicht gut genug? Fragezeichen. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Splinter hat noch. Ja, dann bitte wieder schießen. Jetzt ist er schwer verletzt. Das ist schon mal gut. MD schießt auch. Trifft auch. Barry hat noch Optionen. Gratisbewegung und dann der Schuss. Auf den Kopf, dann können wir frei schießen. Dann ist er nicht versperrt, der Blick. Wir treffen auch da und er ist immer... Na, er ist fast tot. Steroid? Und dann können wir doch davon ausgehen, dass von hier... Es sind noch Feinde aktiv, aber jetzt... Er gibt auf. Banz hat Stufe 3 erreicht. Moral steigt auf sehr hoch. How can I assist? Und warum bekommen wir jetzt nicht die Untenansicht? Okay, können wir mit ihm reden? Ja. Wish I had a chopper. Nee, wir können nicht mit ihm reden. Oh doch. There is no shame in losing to honorable opponents. My life is in your hands. So. Wo wird der Präsident festgehalten? Was wirst du tun, wenn wir dich gehen lassen? Zeit zu sterben, du kannst gehen. Erstmal wollen wir wissen, wo der Präsident ist. Der Major hat ihn zurück in seinem Camp. Don't even think about trying to rescue him. On the mainland there is no other power but the Legion and no god but the Major himself. The Lord's light shines everywhere, even into the dark and stinky hole where this Major hides. Was wird er tun, wenn wir ihn gehen lassen? You may have bested me, but my life belongs to the Legion. I will not lie to you. I will report to Le Major, and he will probably order me to hunt you down and kill you. If you don't want that, you know what to do. Tja, töten wir ihn? Wo finden wir den Major? It is not a big secret, and you are honorable opponents. Le Major would enjoy meeting you in battle. You will find his fort at the Eagle's Nest. In the Highlands. Das Adlernest. So, so. Und jetzt bringen wir ihn um? Fragezeichen. Definitiv. Wir wissen nicht, was er ansonsten rekrutiert. Er hat sich ganz klar für die Legion ausgesprochen. Und wir zeigen einfach mal ein bisschen Härte, oder? I understand. The Major teaches us to show no mercy to a beaten enemy. Go ahead. I'm ready. May God have mercy on your soul. Oh, hohe Loyalität zu gewinnen von Ernie. Und dann wird die Decke es verdecken. Aber wir bringen Pierre um. Stolz und Recht schaffen. Hört, hört.
So. Aber wir haben noch jemanden hier oben, ne? Wir müssen uns mal hier anschleichen. Habe ich das richtig? Ja, ja, hier ist noch ein Feind. Die Frage ist, ob Barry da was hochwerfen kann. Wir schießen einfach mal auf den Kopf, obwohl die Reichweite nicht reicht. Ich wollte gerade sagen, dadurch darf er doch wohl mal reagieren. Ich möchte ihn jetzt noch runterlocken. Die Frage ist, ob er kommt. Oh. Oh, wow. Wir sollten uns wirklich verstecken mit ihm. Taktisch unklug. Eine Hohlladung. Wie viel haben wir davon eigentlich? 4 Stück? Nee, das ist, glaube ich, nur die Belegung. Kommen wir hier hoch? Chance auf das Missgeschick ist sehr niedrig. Ich traue mich trotzdem nicht. Das sieht mir alles ein bisschen wahllos aus. Ja, wir gucken mal, was er macht. Zug ist zu Ende. Kann er mal runterkommen, bitte? Ja, ausgezeichnet. Besten Dank. Wir begeben uns mit den anderen Einheiten auch nach draußen. Und nehmen diesen Scharfschützen noch raus. Den wir allerdings natürlich gut markern müssen. How can I assist? Erste Überwachung geht in diese Richtung. Like Mother always says, if the tactical situation is favorable, then seize the opportunity. What? Order accepted. Da hinten ist er und befindet sich. Das sind ein paar Meter. Der Scharfschütze, wir müssen schon echt aufpassen. Überwachung in diese Richtung. Yes. MD present. Sure. Ein MD rückt vor und dann gucken wir, was passiert. Yeah, this one to the ground. Er hat auch gar nichts mitbekommen, ne? Er ist hier schon mal festgenagelt. Das ist gar nicht gut. Und da stellt sich jetzt einfach die Frage, Scharfschütze hier jetzt aus dem... Ah, wir rücken mal eins vor. Können gut einen Schuss absetzen. Ah, verfehlen, das ist ärgerlich. Splinter sollte, Steroid sollte sich echt verstecken. Ja, unsafe. Wir gehen in die definitive Deckung. Nehmen die Überwachung. Going right now. Michael here. Let's see what we found. Whoops. We could always use more meds. Jetzt, wir kommen hier die ganze Zeit dazu, die Leiche auszunehmen. Wir nehmen noch winzige Diamanten mit, ausgezeichnet. Sure. Oh. Und sind extrem gut aufgestellt. Hello. Beenden den Zug. Schade. Wieder festgemacht hier oben. Das schaffen wir jetzt aber auch noch. So viel Zeit darf sein. Legen uns hier hin mit Buns. Und jetzt muss er sich eigentlich nur nach vorne bewegen, der Scharfschütze. MD present. Ja. Hallo. Frage ist, ob wir hier einmal schießen können. Ich denke schon. Good position to shoot. Wieder auf den Kopf. Wieder treffen wir nicht. What next? Jetzt treffen wir ihn das erste Mal. In welche Richtung geht er? Oh, ausgezeichnet. Wir schalten ihn aus. Und dadurch... Immer noch feindlicher Zug? Fragezeichen. Nein, der Konflikt ist gelöst, meine Damen und Herren. Wow. Und das war dringend notwendig. Wir haben einiges zu tun. Wenn wir auf Alt drücken, sehen wir, was wir alles hier ausnehmen können. Wir werden sicherlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen müssen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben die Situation relativ gut gelöst. Ich dachte, die MG-Geschichte hier oben wird ein bisschen relevanter. Sei es drum. Eine gute halbe Stunde haben wir gekämpft. Pierre ist ausgeschaltet.
ein Achtungserfolg, der uns viel Loyalität in Ernie verschafft. Und insofern geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann gucken wir mal ganz gut und gerne Bootsreisen. Wir können jetzt über Wassersektoren der Region reisen. Wenn wir einen Ort auswählen, der nur per Boot erreichbar ist, wird ein Seeweg auf der Karte angezeigt, der am nächstgelegenen Hafen eines Sektors beginnt, den wir kontrollieren. Wir müssen für jeden Wassersektor, den wir durchqueren, eine Gebühr bezahlen. Ernie ist ein Hafensektor. Einheiten kombinieren die Reise über Wasser und Land, um ihre Reisezeit zu optimieren. Und wenn wir möchten, dass wir einen bestimmten Weg wählen, können wir mit Hilfe von Umschalttasten, Linksklick-Wegpunkten eben jene festlegen. Wir sind in der Lage, aufs Festland überzusiedeln und das hat uns viel, viel Zeit gekostet. Ernie liegt bei 100%. Ich glaube, das wird schon die Loyalität sein, Fragezeichen. Miliz auch vor Ort ausgebildet. Es sieht sehr gut aus momentan hier um unsere Söldner. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr seht es ja, die sind alle stufenaufstiegsberechtigt. Wir haben sehr, sehr viel zu tun in der nächsten Folge. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Let's Splinter und Jack the Lions Teil 3. Bis dahin, euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.